verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei Bitbastler Airlines. Bitte bringen Sie Ihre Sitze in eine aufrechte Position und schnallen sich an, denn wir fliegen gleich gegen die Wand. Ja, ich bin hier zum Piloten mutiert, wie man sieht. Na gut, eigentlich offizielle Angelegenheiten und noch keine Zeit umzuziehen. Aber ich habe Post bekommen, denn hier steht so ein Paketchen mit Spielzeug. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Gerät Quadrocopter. Das sind solche Modellflugzeuge, praktisch wie ein Hubschrauber, aber mit vier Rotoren, sehr wendig und ja, schön zum selber bauen, aber dummerweise auch schön teuer. Naja, offensichtlich sind die Billighersteller inzwischen nachgezogen, denn es gibt da inzwischen ein paar sehr günstige Modelle, die haben natürlich nicht die Funktionen von so einem ausgewachsenen Quadrocopter, aber sie sind auf jeden Fall durchaus in der Lage, ein paar Flugmanöver hinzubekommen und inzwischen wohl auch ein bisschen Last zu tragen. Und das ist das, was ich vorhab, denn naja, so eine Kamera drunter wäre bestimmt spaßig. Und ja, ich glaube, ich mache mich mal ins Auspacken, aber erst raus hier. Ja, werfen wir erstmal einen Blick auf die halbwegs Originalverpackung. Wir haben hier den Quadrocopter selber. Nicht sehr groß, wie zu erwarten war, also zum Vergleich mal hier meine Hand. Hat hier so ein Plastikkäppchen drauf, das hatte ich aber schon gesehen, das kann man entfernen. Und auch mit dem Paket ist so eine Fernsteuerung, auch relativ low cost. Die ganzen Knöpfe unten sind nur Dummies und ja. Ansonsten verpackungstechnisch kriegen sie von mir jedenfalls so einen Pluspunkt, weil die Folie hier ist von oben drauf geklebt. Das heißt, wenn man sie wegschmeißen will, ist die Mülltrennung auch relativ einfach. Und wie man natürlich auch einen Blick auf die Anleitungen. Wir haben hier so einen DIN A4 Zettel, Bedienungsanleitung. Der ist offensichtlich vom Händler, wo ich das Ding her habe. Dann haben wir nochmal eine etwas dickere Betriebsanleitung, wie es aussieht. Ja, auch in Deutsch. Wieso auch immer das zwei sind. Und wir haben offensichtlich das Original, nämlich der X1. Das ist das, die Modellnummer. Firma hatte ich eben auch noch im Kopf, aber ja genau, Symer. Symer X1. Das ist die englische Anleitung. Und hier ist auch die Beschreibung der einzelnen Bauteile dieses Quadrocopters. Ja, ansonsten in der Packung hätten wir neben dem Quadrocopter, wo schon alles fertig montiert ist, wie es aussieht, und natürlich der Fernsteuerung, den Taserstreifen drüber. Aber hier sieht man schon der Akku. So. Mir klebt Taser an den Fingern und das will nicht weg. Mann. So. Der Akku, da waren wir dran. Und zwar ist das eine Lipo-Akku. Wenn wir hier drauf schauen, dann sehen wir hier 350 mA hat das Ding und hat hier vorne so einen Stecker direkt im Gehäuse drin. Das heißt, der ist nicht lose, wie man sonst von den Lipos kennt. Wir haben vier Propeller nochmal auf Reserve und da drin guckt noch so ein Kabel raus. Das ist das Ladegerät, wobei Ladegerät wohl etwas übertrieben ist für diesen Akku. Im Prinzip ist es nur USB auf Akkustecker, hat selber anscheinend keine Ladeintelligenz, das heißt, die muss hier im Akku drin sein, also nicht benutzen für normale Lipo-Akkus. Jo, gut, was haben wir hier noch? Die Fernsteuerung ist irgendwie von hinten reingeklebt oder auch nur gesteckt, genau. Ja, schöne, okay, also für hoch runter, der hat anscheinend keine Feder, der bleibt da stehen, wie man will. Links, rechts, Feder zurück. Der hier federt in alle Richtungen zurück. Gut. Hier einen großen On-Off-Switch, der aber ein bisschen wackelig aussieht. Hier, wie gesagt, alles nur Demo, außer dem Display. Das ist tatsächlich funktionsfähig. Aber so wie das Ding aussieht, geht es nicht an. Das heißt, ja, ich fürchte, ich brauche erstmal ein paar Batterien hierfür. Machen wir erstmal beim Copter selber weiter. Man sieht hier das Ding in seiner vollen Pracht. Und ja, wie gesagt, das hier ist nur ein dünnes Plastikcover. Also man sieht es hier schon, das biegt sich so weg. Das ist auch nur hier drauf gesteckt. Das kann man so wegmachen. Und ich denke, das ist auch jetzt das Erste, was ich tue. Denn das sieht einfach nur behämmert aus. Und hier soll es das auch schon wesentlich besser.
Aber gucken wir uns erstmal die Motoren hier an. So, wir sehen hier, oder sehen wir auch nicht. Ach ja, mit einer Hand ist das cool. Links dieser metallene Stab, das ist so ein Motor. Der hat hier oben, wie es aussieht, die Kabel. Und hier unten, wenn wir das Ganze rumdrehen, sehen wir hier das entsprechende Zahnradgetriebe. Kleiner Zahnrad auf dem Motor, groß auf dem Propeller und damit dreht sich das Ganze dann. Das Ganze geht zur Mitte. Wir haben hier, das rote ist der Akkuhalter, da wird der Akku drüber gesteckt. Und hier sehen wir bereits die Platine. Ist, wie ich sehe, einseitig bestückt. Also gucken wir uns mal die obere Seite an. Hier ist mit 4 Schrauben eine Plastikkappe drauf geschraubt, ist also nicht ganz ungeschützt. Ja, was haben wir hier Schönes? Relativ viele ICs, wie es aussieht. 2 kleine hier, dann hier noch eine SMD-Komponente und nochmal 2 kleine. Das hier dürften wahrscheinlich dann die Motorcontroller sein, würde ich schon fast schätzen, dass das jeweils ein doppelter Transistor ist. Der IC und hier die beiden, ja gut, ein Gyroskop müsste ja noch drin sein, eventuell eins davon und der Funkempfänger. Hier haben wir, ich weiß nicht, ob man es sieht, so ein kleines Drahtstückchen, das ist die Antenne. Geht hier auch aufs Board drauf. Und ja, gut. Ansonsten, was mir auffällt, die Drähte sind recht dünn. Also hätte ich ein bisschen dicker erwartet, weil ne, ich könnte mir schon vorstellen, dass hier die Motoren ein bisschen Strom ziehen. Aber gut, ja. So viel zum Quadrocopter und ich war noch nach Batterien am Suchen, richtig? Okay, Empfänger ist bestückt mit 4 AA-Batterien. Ja, war nicht versprochen, sind tatsächlich 4. Nicht sonst, ich glaube, sonst sind 6 in hier diesen Teilen drin. Ja, ansonsten, der Quadrocopter sollte auf einer sehr geraden Fläche stehen, wenn man das macht. Und ja, den Akku sollte man auch noch haben, keine Ahnung, wo der jetzt rausgefallen ist. Aber probieren wir es einfach mal. Das sieht doch schon mal gut aus. Und um mal eine Hausnummer zu haben, habe ich mein Labornetzteil dran gehangen. Wir sehen jetzt hier in der Initialisierungsphase etwa 30 mA. Zwischendrin mal 50 mA. Was macht der im Moment? Achso. Fernbedienung einschalten hilft. So, jetzt sind wir gepairt. Okay, verzeiht mal den nicht ganz so idealen Kamerawinkel. Ich brauche ein paar mehr Hände, aber man kann die Ampere sehen. Und ich werde den Quadrocopter jetzt mal hier fixieren und die Motoren auffahren. Wir sind jetzt hier bei knapp 1 Ampere und jetzt drehen wir die mal voll auf. Ja, 4,4 Ampere haben wir da ungefähr. Boah, ist schon eine schöne Hausnummer, muss ich sagen, was der an Strom zieht. Ja, ein paar Tage sind vergangen, seit ich meine ersten Quadrocopter-Versuche gemacht habe und ich sagte ja bereits, ich will eine Kamera dran und das hier ist heute angekommen. Sieht etwas wenig vertrauenserweckend aus, aber naja, das ist hier so ein Feuerzeug, sagen wir es mal, mit einer integrierten Kamera. Und es ist auf jeden Fall deutlich leichter als mein Handy und ich denke mal, ich glaube 17 Gramm hat das Ganze, damit sollte das passen.